Würfelbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Max. Ich bin der Markus. Ich bin die Kathi. Und wir haben nach langer, langer Zeit uns dazu entschieden, endlich mal wieder ein Videospiel am Plakt aufzunehmen. Der Kategorie, bei der wir uns ein Videospiel vornehmen oder ein Videospielgenre und schauen, ob es dafür entsprechende Brettspiele gibt. Dieses Mal mit Multiplayer-Ego-Shootern. Genau, Ego-Shooter. Ich hatte eine längere Liste und da waren dann so tolle Spiele wie Pitschka, Grokinole mit drauf. Wir haben uns dann so ein bisschen darüber unterhalten. Ihr beide seid nicht so die Freunde. Nee, also für mich geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass ich irgendetwas schieße, sondern für mich ging es eher darum, ich habe irgendeine Figur, die ich steuere in irgendeiner Umgebung, bei der es Hindernisse zum Beispiel gibt, Sicht- und Bewegungshindernisse. Und ich versuche durch taktisches Spiel mich richtig zu positionieren und gegnerische Figuren abzuschießen. Und das Ganze dann im Idealfall noch eher in einem hochtechnologisierten Setting. Das heißt, für dich geht es darum, dass man tatsächlich eine Figur hat, man hat ein modernes Set an Waffen und damit schießt man sich dann ab. Weil absolut. Meine Idee hinter der Liste war schon, mir zu überlegen, was macht sozusagen den Reiz hinter den Ego-Shootern aus. Und das war ganz simpel, ich ziele und ich schieße. Und genau das habe ich eben auch bei vielen von diesen Dexterity-Spielen. Genau deswegen fand ich das eigentlich gar nicht so unpassend, aber ich habe dann doch ein anderes Spiel genommen. Ich denke, der Punkt ist vor allem der, dass wenn die Idee hinter dem Video ist ja, oder dieser Serie von Videos ist ja, dass ich sage, hey, wenn euch dieses Videospiel gefällt, vielleicht ist das Brettspiel was für euch. Ja. Und ich glaube nicht, dass jemand, der jetzt auf diese Videospiele, also wie jetzt zum Beispiel Halo oder Counter-Strike steht, dass der dann sagt, oh wow, Pitschka. Ich meine, Pitschka ist ein tolles Spiel und Grokinole auch, aber die haben halt damit an sich sehr wenig zu tun. Ich denke, dann wäre es irgendeine Umsetzung, wie wir es jetzt schon angesprochen haben, wahrscheinlich eher die passende Spielthematik. Okay. Dann würde ich sagen, lasst euch überraschen und wir steigen direkt ein. Mein Vorschlag für eine Umsetzung von den Multiplayer-Ego-Shootern ist das Spiel Earth Reborn. Das ist nicht im Deutschen erschienen, von Seaman Games. Setting des Spiels ist mehrere hundert Jahre nach einer verheerenden Atomkatastrophe meines Wissens in der Zukunft, und es gibt zwei Gruppen, einmal die militärisch ausgerüsteten Menschenhelden, wenn man so möchte, und dann die andere Gruppe, das sind eher so okkulte Anhänger, die versuchen Tote wiederzubeleben, also sind halt die bösen Zombies und so weiter und so fort. Spielprinzip ist eigentlich genau das, was man sich von so einem Ego-Shooter erwartet. Ich habe eine Karte. Ich habe einzelne Miniaturen, ich kann das Ganze auch im Team 2 gegen 2 zum Beispiel spielen, und ich kann Waffen aufsammeln, ich kann Munition sammeln, ich kann versuchen, den Gegner abzuschießen im Fernkampf, im Nahkampf und so weiter und so fort, und versuche, die gegnerischen Miniaturen aus dem Spiel zu nehmen. Ich kann versuchen, mich irgendwo anzuschleichen, ich kann Deckung suchen und so weiter und so fort. Das Spiel, obwohl es nicht im Deutschen erschienen ist, ist eigentlich ohne Probleme für jemanden spielbar, der im dem Englischen nicht ganz so mächtig ist, weil das Spiel selbst nahezu sprachneutral ist. Also es wird alles über Symbole gelegen, die Charakterkarten sind. Auf den ersten Blick sagt man sich, um Himmels Willen, ich kann die niemals verstehen. Da sind auf jeder Charakterkarte 20 Symbole drauf. Die sind rundum angeordnet. Aber wenn man erstmal weiß, was die Symbole bedeuten, dann funktioniert eigentlich alles ohne Sprache. Das heißt, das Einzige, diese Spielerhilfen, die mit dabei sind, die sind natürlich in Englisch. Aber wenn man die erstmal selbst irgendwie gemerkt hat oder vielleicht irgendwo eine Übersetzung aus dem Internet sucht, dann kann man das auch ohne Probleme mit deutschsprachigen Spielern spielen. Ansonsten ist es meines Erachtens eine sehr schöne Umsetzung von dieser futuristischen zukünftigen Welt. Die Waffen entsprechen jetzt in dem Fall eben modernen Feuerwaffen, und die Miniaturen sind auch unterschiedlich. Das Spiel kommt gleich mit 10, muss ich kurz schauen, was sind 8? Müssten 10 sein. Mit 10 verschiedenen Figuren, auch mit unterschiedlichen Fähigkeiten, unterschiedlichen Sichtradien. Also wirklich toll gemacht, eine schöne Umsetzung meines Erachtens, die auch, was mir gut gefällt im Spiel, es gibt 9 fertige Szenarien, es gibt aber auch einen Mechanismus, wie man sozusagen selbst zufällig Szenarien erstellen kann. Und das finde ich für so einen Spieler noch ganz wichtig, dass man sozusagen zufällig noch Maps, also Karten erstellen kann, auf denen man dann irgendwelche kurzen Schlachten abhält. Deswegen mein Vorschlag, Earth Reborn.
Kommen wir zu meinem Vorschlag für Brettspiele, die Ego-Shooter einigermaßen gut umsetzen. Und ich habe hier Operation Tannhäuser. Ihr müsst es euch so vorstellen, der Erste Weltkrieg ist nach 35 Jahren immer noch nicht beendet. Also wir befinden uns in einem alternativen Universum. Wir haben die Reichsfraktion, die versucht über mythische Kreaturen, also wir befinden uns so ein bisschen in der Eldritch Arkham Horror Welt. Ja, so Hellboy-mäßig Ja, eigentlich. genau. Also so große alte andere Wesen versuchen sie diesen Gleichstand, also das Stalemate im Krieg aufzubrechen. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Allianz, die eben genau versucht, das zu verhindern, die versucht, Artefakte zu bergen und damit das Reich aufzuhalten. Letztendlich übernimmt man die Rolle von einer der beiden Fraktionen, man kann in Gruppen spielen, gegeneinander spielen. Und es geht eben darum, die an jeweils andere Fraktion an ihren Zielen zu hindern. Und dafür habt ihr dann auch hier Miniaturen auf dem Spielbrett. Eure Miniaturen oder dann auch eure Helden oder eure Einheiten haben je nach Spielbrett und je nach Szenario unterschiedliche Fähigkeiten und ihr könnt ihr dann auch noch mal ein bisschen individueller gestalten. Das Interessante hier ist der Zielmechanismus und Line of Sight, das heißt, um zu bestimmen, wann kann ich überhaupt einen Gegner treffen oder wann kann ich ihn überhaupt abschießen, denn es ist über Farben auf den Feldern gekennzeichnet. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf einem roten Feld stehe, dann kann ich jemanden abschießen, den der auch auf einem roten Feld steht, weil ich den sehen kann. Und das führt dazu, dass man sich so ein bisschen wie bei Earth Reborn, es ist halt so ein kleines Scharmützel. Das heißt, man steuert jetzt keine großen Armeen, sondern man hat wirklich seine eigene individuelle Einheit und muss versuchen, damit möglichst viel zu machen. Und das hat mich sehr stark an so First-Person-Shooter erinnert, wo es wirklich darum geht, was kann der Einzelne machen und wie kann ich mich als Einzelne einbringen. Es ist natürlich, da jedes Spiel immer aus der dritten Perspektive ist, es ist natürlich niemals First-Person-Shooter, aber das Gefühl wird echt gut vermittelt. Ich wollte das jetzt sagen, das Problem ist doch das, ich meine, First Person wirklich, ich meine, ich kenne ein Spiel, was einen in die First-Person-Lage bringt, das aber nichts mit Shootern wirklich zu tun hat, das ist die Baba. Und also ich meine, das kommt am nähersten ran. Und wenn mir jetzt dieses First-Person-Shooter sage, ich meine, auch viele dieser Spiele erlauben ja auch das Umschalten in einen Third-Person-Mode. Mein Brettspielvorschlag für alle Fans von Ego-Shootern ist Frag. Hier, jetzt in der Gold Edition, das ist einfach die Neuauflage. Es ist auch im Deutschen erschienen. Und das ist wirklich wie ein klassisches Ego-Shooter. Jeder hat eine Figur, einen ja, modernen Krieger, der eben mit einer Pistole startet. Und man läuft über ein Brett und muss eben versuchen, seine anderen Mitspieler auszuschalten. Dabei kann man auf dem Brett noch Waffen aufsammeln oder Ausrüstungen. Das Ganze funktioniert über einen Würfelmechanismus. Im Endeffekt, alles in dem Spiel geschieht über Würfel. Man legt am Anfang seine Werte fest. Leben, Ausdauer und Zielgenauigkeit, Leben, Geschwindigkeit. Geschwindigkeit und Zielgenauigkeit und alles drei sind Würfelwerte. Also man legt fest, mit wie vielen Würfeln man sozusagen wirft und darf auf die drei Werte sieben Würfel eben verteilen. Dann, wenn man geht es eben darum, die Gegner abzuschießen mit den verschiedenen Waffen. Die Waffen, die man zieht, sind auch zufällig von dem Stapel gezogen, genauso wie die Ausrüstungen. Das heißt, ihr merkt schon, es wird viel ausgewürfelt, die Bewegung wird ausgewürfelt, der Schaden wird ausgewürfelt. Es ist sehr glücksabhängig. Daran darf man sich nicht stören. Wenn einem das aber nicht stört, dann hat man wirklich hier eine sehr gute Umsetzung, weil man halt wirklich das Brett hat, sich taktisch überlegen kann, wo laufe ich jetzt hin, wen schieße ich jetzt ab. In dem Basisspiel gibt es jetzt keine Team-Variante, also da ist es eigentlich klassisch jeder gegen jeden, aber man kann es ganz leicht eigentlich in eine Team-Variante umwandeln, 2 gegen 2 oder so, was ich auch besser finde, weil bei 1 gegen 1 hat man so ein bisschen das Problem, ich will eigentlich niemanden anschießen, wenn ich ihn nicht umschießen kann, weil sonst kommt eben der Nächste, schießt ihn um und sackt dann eben den Frag ein, weil es geht nämlich eben darum, seine Gegner auch zu töten und nur dafür kriegt man Punkte. Also habe ich keinen Intention, jemanden nur anzuschießen, weil mir das nichts bringt. Und im Team macht es natürlich schon wieder Sinn, weil ich natürlich dann den Teamgegner verletze und vielleicht mein Teammitglied ihn dann umbringen kann. Also ich würde es hier in der Teamvariante spielen.
Ansonsten wirklich kurzweilig, schön strategisch zu spielen. Das war es soweit von uns. Hier unsere drei Vorschläge für alle Fans des Ego-Shooter-Bereiches als Brettspiele. Ich meine, es ist natürlich keine 1:1 Umsetzung, einfach deswegen, weil man als Brettspiele keine First-Person-View hinbekommt. Aber ich glaube, es sind trotzdem drei Spiele, die interessant genug sein könnten, wenn man keine Lust hat, das am Computer zu spielen, sondern es mal so auf dem Brett zu versuchen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr andere Vorschläge habt, lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wart hier bei Würfelbox und wir sehen uns beim nächsten Mal.